Was? Ah ne, hier sind wir hergekommen, ne? Alles klar, dann können wir da ja direkt gleich rein. So. Heisenbergschüssel. Bist echt eine harte Nuss. Ja. Aber genug geplaudert. Zeit. Für warte deinen mal. Abgang. Warte mal, warte mal, warte mal. Du warte kannst mal. Es hören, oder? Ja, ich kann es hören. Wartet auf dich. Doch, wer könnte das bloß sein? Ich will nämlich mal ganz kurz gucken, weil hier war nämlich noch was rot. Es kann ja sein, dass wir hier noch irgendwas übersehen haben. Okay, hier vielleicht. Aber hier ist ja nichts weiter. Ne, unter uns eher. Und hier waren wir schon. Okay. Aber hier ist doch nix. Oder hier direkt runter. Aber hier ist doch nix. Müssten wir hier direkt vorstehen. Oder sind wir da runtergesprungen? Das kann natürlich sein. Ach, guck mal an. Da, guck mal. Da ist ein Seil. Jetzt sehe ich das erst. Da ist ein Seil. Da können wir also rüberspringen. Kommen wir da irgendwie auf das Rohr rauf da? Der Seite? Hier kommen wir rauf, glaube ich. Hier vorne. Glaube ich, hier kommen wir rauf. Genau. Na, siehst du, guck mal, das sind nämlich dann immer solche wichtigen Dinger. Da kriegst du wegen so ein bisschen Munition oder irgendwo ein Schweinkram raus. Noch eine Mine, siehst du, mal. Das Spiel weiß schon warum. Dieses Dreckige. Ich hoffe, das lohnt sich dann wenigstens auch. Aber wahrscheinlich ja nicht. Wahrscheinlich ja nicht. Hier ist nämlich gerade noch das noch was. Okay. Kommen wir hier wieder runter. Na, jetzt haben wir das Blaue. Siehst du? Läuft doch. Ja, ich denke auch mal, dass der Propellermann gleich kommen wird. Ja, ja. Das denke ich auch. Aber gerne. Das denke ich auch, dass der kommen wird. Essen ist Leben. So, Quarz. Ist doch nochmal wieder 10.000. Ich kaufe das, weil du es bist. Nur, ach, das ist aber nett von dir. Werkstatt. So, haben wir hier noch was, was wir kaufen können? 19.000, das wird ja eh nix. Nachladegeschwindigkeit wird nix. Das... So, mal gucken. Können wir noch irgendwas kaufen, was gewinnbringend ist? Ein paar Minen können wir noch kaufen. Einen Rotpunkt hatten wir gekauft, ne? Für die Waffe. Rotpunkt, ja. Ich glaube, ich kaufe noch eine Mine dazu. Oder... Nee, ich kaufe mal lieber hier. Aha. Aha. Und jetzt noch eine Mine drauf. So. Ja, das muss reichen. Das muss jetzt mal reichen. Ich speichere nochmal ab. Schön. So. Tut mir leid, ich muss aber echt mal ganz kurz hier ein bisschen Inventur machen. So, wir haben 2 Medikits. Dann haben wir davon auch ein paar Schuss. Da haben wir 19. Ganz kurz ausrüsten. Schnellzugriff ausrüsten. Hatte ich mir dafür nicht das Laser geholt? Gerade. Für die Waffe. Stets zu Diensten. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Hä?
Scharfschützen-Moon. Keine Ahnung. Besser noch die Waffen aufrüsten, wenn es geht. Ja, mehr ist nicht dran. Mehr ist jetzt nicht dran. Ich habe noch 12.000. Mehr ist definitiv nicht dran. So, hier können wir nochmal rein. Prototyp-Modell Sturm. Ja, das ist das Ding, wogegen wir wahrscheinlich gleich kämpfen müssen. Habe eine billige Propellerturbine verbaut, aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt. Denn Modell stürmt fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nichts zu beschädigen. Allerdings hat der Depp es fertiggebracht, sich am Propeller seine eigenen Arme abzusägen. Außerdem Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Fazit auf ganzer Linie ein Misserfolg. Hat keine Arme. Läuft also mit dem Propeller immer geradeaus, ist von vorne nicht zu beschädigen. Das heißt, wir müssen ihn von hinten rankriegen. Unsere Arme zu sehr, außerdem Behetzung, lange Laufzeit. Oder wir müssen, ja, oder wir müssen einfach laufen. Das ist schwer, zu sagen, das müssen wir uns gleich mal angucken. Lange Laufzeit, Minen scheinen sehr wichtig zu sein. Also laufen, nach Möglichkeit, ich weiß nicht, wie viel Platz wir haben. Sieht zwar hier schon recht groß aus, aber... Ah, Labyrinth. Hm. Keine alten Waffen mehr. Ich habe nicht mehr so viel. Also, ich habe... Entweder brauche ich die Waffe oder guck mal, hier ist ja noch Munition drin. Genauso wie... Hier ist auch noch... Überall da ist noch Munition drin. Sonst hätte ich... Zumindest die Waffe hier verkauft, aber da ist Munition drin. Objekte stapeln. Schließen. Aber ist egal. Wir probieren das jetzt einmal aus und wenn wir dann halt jämmerlich verrecken sollten, dann probieren wir es ein zweites Mal. Ansonsten müssen wir uns eine komplett andere Strategie ausdenken. Ich will mir das aber zumindest einmal angucken. Gespeichert habe ich ja. Speichern will ich trotzdem noch mal ganz kurz. So. Lalala! Verdammt noch mal, ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Von vorne nicht zu beschädigen. Ja gut, das heißt, wir brauchen Minen. Mehr Minen eigentlich. Oh, Alter. Alter, wie soll ich den hier... Alter, wie soll ich den hier denn... Ich bin tot. Komm. Na, wo kommt er durch? Warte mal, eine Mine habe ich noch. Hier bin ich, Heini. Ah,
Ich habe auch leider nicht mehr so viele. Moin! Ah, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Oh, warte mal. Vielleicht. Ich habe eine Idee. Oder auch nicht. Warte mal. Das passt mir alles nicht. Haben wir noch ein Medi? Ein Medi haben wir noch. Oh, das war vielleicht nicht ganz so schlau. Okay, da muss ich auch so ein bisschen drauf achten. Okay, verstehe. Oh. Scheiße. Na komm, Pippi. Hallalala. Holla. Ich muss ihn gegen die Mauer laufen lassen. Ja, ich habe schon einen schweren strategischen Fehler gemacht. Was? Kommt der denn jetzt her? Ah, ich bin tot. Ja, okay, das war's. Oder? Nee, doch, eine Chance habe ich noch. Bis nie wieder. Hier, den kannst du haben. Den kannst du haben. Den kannst du ganz saftig haben. Mal abgesehen davon, dass ich so im Arsch bin. Ja, aber ich... Gut, hätte ich jetzt nun gewusst, dass der... was wollte ich sagen? Wie der sich bewegt, dann hätte ich wahrscheinlich sowieso grundsätzlich meine Strategie schon mal umgestellt. Achso, da komme ich gar nicht zurück, wa? Da komme ich gar nicht zurück. Doch, ich komme zurück. Da komme ich doch zurück. Da komme ich doch zurück. Da komme ich doch zurück.
bestimmt schön warm da. Ja, mir steht auch der Schweiß. Ah, ja, ja. Ach, Ankauf. Ich schätze, komplexes Herz, 45.000? Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. So, dann kaufen wir gleich mal. Ausverkauft natürlich, was auch sonst. Aber vielleicht können wir es herstellen. Können wir es herstellen? Aber nicht herstellen. Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Ich habe es jetzt gerade überschrieben, ne? Oder? Habe ich gerade den Spielstand überschrieben? 20.51 Uhr? Nee. Habe ich nicht. So, 4. Ich speichere das mal ganz oben ab. Für den Fall, wenn ich mich gleich nochmal verrecke, dann würde ich nämlich nochmal vor dem Bosskampf nochmal spawnen. Und vielleicht würde ich dann ein bisschen anders vorgehen. Mal gucken. Irgendwie schafft er es immer. Ja. Nein, im Prinzip, auch er war eigentlich, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, aber eigentlich war er berechenbar. Er läuft auf einen zu, dann verhakt er sich irgendwo, dann muss er halt hinter ihm stehen, in seine Turbine reinrotzen. Und wenn er dann hier eskaliert, dann spuckt er ja sein Feuer einfach zur Seite, geht ein Thema durch. Also eigentlich war er verhältnismäßig, ich will nicht sagen einfach, aber berechenbar. Berechenbar, nicht einfach, aber berechenbar. So. So, mal gucken, wie wir mit dem Spielstand jetzt weiterkommen. Ansonsten muss ich mal sehen, dass ich mir gleich irgendwie... Nehmen, was? Was soll ich nehmen? Die Zigarre, oh, geil. Untersuchen. 1 von 4, Miranda ist einfach widerlich. Ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie sind wir nichts als ein paar missglückte Kadu-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen lassen. Was für ein Witz, ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Das kranke Miststück hat sie doch nicht mal alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber so gestört sie auch sein mag. Sie ist stark. Dank des Megamyzeten kann sie jede Gestalt annehmen. Sie kann jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist dieses Black. Das heißt wohl nicht Black, sondern soll sie dich Balk heißen. Meine einzige Chance ist dieses Balk Rose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht, wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. So, jetzt mal folgendes Szenario. Sagen wir jetzt mal, die Mutter Miranda ist tatsächlich Mia. Dann ist ja nur die Frage, ist Mia jetzt Miranda oder ist Miranda Mia? Na, also ich meine, wenn Miranda die komplette Gestalt wechseln kann, warum soll dann nicht Miranda sich in Mia verwandelt haben? Wenn Mia nicht von vornherein schon Miranda gewesen ist, als Grundlage, ne? Kann ja sein durch die ganzen Pilze oder sowas, dass sie sich quasi zu Miranda entwickelt hat und, wie auch immer, mit Ethan das Kind gezeugt hat, um halt an dieses Baby zu kommen, ne? Um dann halt eine richtige Tochter zu haben. Das wäre jetzt mein Ding. Das wäre jetzt so. Also entweder ist Miranda, entweder verwandelt sich Miranda als Mia. Oder Mia war von vornherein schon übermächtig und hat sich dann, ja, in Miranda verwandelt, wenn man so will. Oder gibt sich als Miranda. Na komm, dann ich hier mit Grandli. So. Können wir vielleicht schon wieder... Ach, wir können was herstellen. Oh, herzallerliebst. Oh, herzallerliebst. Oh, geil. So. War Miranda auch Heisenberg? Ja, das ist, glaube ich, nicht tatsächlich. Könnte man natürlich durchaus. Aber glaube ich nicht, weil sonst würde ja Heisenberg würde sie ja nicht so über sich selber schreiben. Es sei denn, Miranda verarscht uns nach Strich und Faden. Und wenn sie sich halt in jede Figur wandeln könnte, ja, sicherlich wäre es möglich, aber...
Sicherlich wäre es möglich, aber... Das wäre, glaube ich, schon ein bisschen zu abgefuckt. Aber wer weiß, wer weiß. Wer weiß das schon? So, eine Mine wollen wir noch... Komm, wir bauen uns noch eine Mine. Zumindest eine Mine. Mehr können wir hier eh nicht mehr tun. So, was haben wir jetzt hier? Die will die Zeremonie haben und braucht deine Hilfe. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, klar, das kann natürlich so ein Psychospielchen sein. Gar keine Frage. Oh, ich soll mich da jetzt nicht runterfallen lassen, oder? Auf jeden Fall haben wir den Bosskampf hinter uns gewahr. Das ist ja schon mal etwas. Aber hätte ich mich ein bisschen besser angestellt. Gut, wie gesagt, man muss jetzt die Strategie erstmal rausfinden. Aber ansonsten hätte ich den Kampf, glaube ich, auch ein bisschen einfacher gewinnen können, sagen wir es mal so. Hätte Fahrradkette. Und deswegen habe ich den anderen Spielstand auch nochmal gelassen. Für den Fall, dass wir es nicht vielleicht doch nochmal versuchen wollen. Mal gucken. Aber hier ist sonst nichts weiter. Kein Loot für mich, Mensch. Das ist überhaupt knauserig, ey. Und was zum... What's that? Ja, das sind Heisenberg seine Kräfte, nicht wahr? Nicht schlecht, nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Und du bist mir im Weg. Ja, Ethan, komm. Oh, fuck. Ja, komm, steck die Pistolette weg. Ethan, steck die Pistolette weg. Oh, fuck. Auf! Zum Glück ist da Wasser. Bastard. So, hoch, Ethan. Weiter geht's. Das ist doch ein Witz. Nee, ein Witz leider nicht. Wie ein Mord? Nee, können wir nicht. Schade. Na, gucken wir gleich. Loot. Kein Loot. Kein Loot für Papi. Schade. No Loot. No, ups. No Loot. No Loot. Ja, gut. Das heißt, wir haben jedenfalls gleich mit Heisenberg zu tun. Das war ja auch irgendwie zu erwarten. Ah, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Heisenberg... Chris. Ich hatte dich gewarnt, Ethan. Halt ja. Dich raus. Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard. Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Ah. Das war Miranda. Ja, ich saß doch. Ah. Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und dir Mia vorgestellt. Ja. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bringe das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen. Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Gib mal den Schlüssel. Bitte.
Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Nein. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz, wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Lass mich damit fahren, bitte. Sieh dir das an. Sie haben meine Männer mir vorhin geschickt. Miranda. Sind noch mehr. Rose. Okay. Scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Jawohl. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus, versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay, dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Ich kann nur das, Chris. Ich kann nur das. Ich kann nur der Held sein. Komm zurück mir. Genau. Was natürlich, was ich immer bei solchen Spielen immer so lustig finde, ist, guck mal, Chris wartet jetzt hier, ne, vor Ort mit diesem kleinen Mini-Panzer. Er sagt, ja, unsere Leute, die sind schon bei Miranda und gucken sich das Ganze an, anstatt vielleicht mal einzugreifen. Die ganze Zeit werden wir da vergewaltigt, auf gut Deutsch gesagt. Weißt du? Und dann helfen die nicht mal. Ich meine, wenn die jetzt mit einer halben Armee da rein... Naja. Reinlunzen, um es nett zu formulieren. Und dann würde die ganze Sache noch anders ablaufen, oder? Bitte erschieß Chris. Ja, na gut. Aber siehst du mal, Miranda ist Mia. Oder, ja, wie ich schon sagte. Sie ist ja eine Körperwandlerin. Jetzt ist halt nur die Frage, wer ist wiederum Miranda? Ist Miranda jetzt selber ein Experiment? Oder auch wieder eine völlig abgedrehte, einfach nur eine abgedrehte? Die hat auf jeden Fall die Experimente durchgeführt. Und das ist nämlich das Einzige, was mich dann auch an die Resident Evil 7 nämlich dann auch erinnert hat. Diese ganzen Kristallschädel und sowas, was wir immer so finden. Diese ganzen Kristallsachen. Das hatten wir auch in Resident Evil 7. Was mir jetzt gerade mal auffällt, wir haben die Murmel gar nicht genutzt. Hier, diese, wo ist sie? Vielleicht kriegen wir die ja auch noch. Ja, die haben wir gar nicht genutzt. Eisernes Pferd. Nehmen wir ein Pferd, der nicht ein Hufeisen verziert. Das ist scheiße, das haben wir nämlich gar nicht gemacht. Haben wir hier noch die Möglichkeit, irgendwie hier noch was zu finden? Vielleicht ist das Ding ja hier irgendwo. Ich gehe mal kurz zurück. Nee, können wir nicht zurück. Wir können nicht zurück. Schrottplatz haben wir aber noch. Scheiße, das habe ich komplett vergessen. Ich habe jetzt aber auch das Labyrinth auch nicht gesehen. Wir können speichern. Wir lesen das mal. So, an Houndwolf Squad. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindung mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe aber ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutung bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Mutamizid infiziert zu haben, aber was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab, darunter Mimikry. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen, sei es jemand oder etwas. Jemand oder etwas. Sie hat sich als Mia ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Mit unserem Angriff hatte sie wohl nicht gerechnet, deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Später im Transporter hat sie sich selbst wiederbelebt, alle Mitfahrenden getötet und ist dann mit Rose verschwunden. Das war nämlich auch der Punkt, wo ich skeptisch geworden bin, gleich am Anfang, weil ich mir gedacht habe, Mensch, wie kann es sein, dass dann gleich wieder so ein Unfall ist direkt am Anfang? Die Leiche von Mia weg, ne? Wie kann das sein? Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nutzen könnte. Ein Kampffahrzeug, das aus einem Metallpolymerverbund zu bestehen scheint.
Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Das kann er mit seinen und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Ach so, Heisenberg dann wahrscheinlich. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Alpha. Na, das ist dann wahrscheinlich Chris. Ich speichere einmal kurz ab. Ich speichere das mal hier oben. Und dann wollen wir noch ein bisschen rumlooten, hoffe ich. Ich hoffe, vielleicht ist ja auch hier das... Vielleicht ist ja auch hier noch irgendwie was. Händler kriegen wir anscheinend noch. Scheiße, das mit dem Labyrinth, das ärgert mich so ein bisschen gerade. Habe ich jetzt aber auch null dran gedacht. Ja, im Prinzip kannst du Video die gucken, ja genau.